Hallo und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute gibt es mal wieder eine Botschaft deines Körpers. Ich habe heute nur drei Stapel, aber ich habe das Gefühl, das sind gerade so die kollektiven Hauptthemen. Wenn du dich hier nicht wiederfindest und du nicht mit der Botschaft in Resonanz gehst, dann darfst du darauf vertrauen, ist das nicht deine Botschaft, dann ist die für jemand anderen bestimmt. Versuch nichts passend zu machen, das offensichtlich nicht passend ist. Genau, nimm dir gerne einen Moment Zeit, um dich hier für einen Stapel zu entscheiden, mit dem du in Resonanz gehst. Den Zeitstempel findest du wie immer unter dem Video, genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Hallo, Stapel Nummer 1. Ich schaue mal, was hier für Hauptthemen rauskommen. Da haben wir den Berg und den Turm. Und da sehe ich schon mal ganz klar das Thema Kopfschmerzen, Migräne, vielleicht auch so ein Verwirrtsein, was von deiner Überlastung her kommt oder du dadurch fühlst du dich auch sehr überlastet, überfordert. Genau. Dazu ziehe ich jetzt erstmal noch weitere Lenormand-Karten. Was kannst du in deinem Leben ändern? Was ist gerade wichtig? Und hier haben wir nochmal den Turm. Also die Überlastung, ja, ich nehme auch das Thema Perfektionismus irgendwie wahr. Vielleicht bist du auch selbstständig, vielleicht hast du eine Position, wo du sehr viel Verantwortung hast. Vielleicht wirst du auch immer von anderen um Rat gebeten. Du bist irgendwie so der Anker, der Felsen der Brandung für andere und du gibst wahrscheinlich auch immer viel, aber irgendwie ziehst du hier den Kürzeren und es merkt wahrscheinlich keiner, dass du auch mal irgendwie Hilfe brauchst oder dass du auch mal an deine Grenzen kommst, weil alle Menschen vielleicht denken, du hast dein Leben so gut im Griff, bei dir läuft alles, aber letztendlich habe ich das Gefühl, brauchst du hier eine Auszeit, musst du dich etwas mehr um dich kümmern. Aber auch, dass du das besser kommunizieren sollst und stärkere Grenzen ziehen sollst. Das ist ja nochmal ganz, ganz deutlich. Dass du dafür sorgen musst, dass du in deiner Harmonie bleibst. Und wenn du merkst, etwas ist zu viel für dich, schau, dass du da irgendwie vielleicht irgendwas delegieren kannst, irgendwas abgeben kannst, was andere Menschen für dich machen. Du musst irgendeinen Weg finden, dich selbst ein bisschen zu entlasten und der Leichtigkeit so ein bisschen mehr zu folgen. Und dass du dir auch sagst, es darf leicht sein. Nicht, dass du so einen inneren Kampf hast, du musst immer alles machen, du musst immer alles alleine machen, du musst immer für alle anderen da sein. Das ist vielleicht so ein innerer Glaubenssatz, von dem du dich unbewusst leiten lässt. Aber genau das bringt dich an die Stelle, wo du Kopfschmerzen hast, wo du Migräne hast, dich überlastet fühlst, irgendwie nicht mehr klar sehen kannst, weil du hier überhaupt gar nicht mehr in deiner Kraft bist, weil du einfach den ganzen Tag gibst, aber wenig zurückbekommst oder dir selbst einfach nicht das gibst, was du anderen gibst. Hier haben wir noch das Thema Verstrickungen, falls es in Beziehungen zu anderen Menschen Belastungen gibt. Da kannst du die Affirmation sagen, ich glaube an mich und löse mich aus Verstrickungen, Abhängigkeiten und Verträgen mit XY. Und wenn du da die Punkte hältst, kannst du das energetisch auch so ein bisschen unterstützen. Und ja, das passt auch wieder zu den Grenzen. Ne? Irgendwie nehme ich hier ganz klar wahr, fällt es dir schwer, klare Grenzen zu deinen Mitmenschen zu ziehen. Und hier die Karten sagen auch, halte inne, reagier nicht immer, gönn dir auch mal eine Pause, dann erkennst du auch die Dinge wieder besser und dann eröffnen sich auch wieder ganz neue Möglichkeiten. Hier nehme ich auch die Energie, da wird es dann auch noch leichter. Vielleicht bist du gerade, ich nehme auch gerade ganz stark so ein Hamsterrad wahr, du machst, du machst, du machst, wie du es immer gemacht hast. Aber du könntest einfach mal das Rad anhalten, mal rausgehen, dir das angucken und erkennen, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt, was du da machst. Oder ausgedient hat oder irgendwie dir selbst nicht mehr gut tut. Irgendwie sowas ist dir, glaube ich, wichtig.
Scheitern. Ich verstehe, dass Fehler Chancen sind, etwas zu lernen. Ja, und hier kommt auch wieder dieses Gefühl, Perfektionismus. Ich muss der die Beste sein, kommt hier irgendwie durch. Und das ist natürlich ein super, ein sehr starker Druck. Wir alle machen mal Fehler und vielleicht verzeihst du dir selbst auch keine Fehler. Und hier haben wir noch das Thema Erneuerung, Estragon. Ja, es ist an der Zeit, eine neue Strategie zu wählen. Das Alte mal hinter dir zu lassen, bezogen auf das, wie du anderen gegenübertrittst, hier die Verstrickung mit anderen Menschen, warum du das Gefühl hast, dass du immer für jeden da sein musst, warum du das Gefühl hast, dass alles irgendwie von dir abhängt. Und warum du dir selbst nicht gönnst, die Leichtigkeit zu leben. Hier haben wir noch die Bachblüte Nummer 38, gelbe Weide, ich bejahe meine Aufgaben. Okay. Und das bestätigt das Bild, das ich die ganze Zeit habe. Also du bist in diesem Hamsterrad, du machst und machst und machst, hast ja auch gar keine Freude mehr an dem, was du machst, aber du denkst, du musst das alles erledigen, du musst das alles alleine machen. Du bist die einzige Person, die das irgendwie so macht, wie es für dich auch richtig ist. Schau, dass du das, was du machst, auch irgendwie gerne machst, dass du es nicht irgendwie nur machst, weil du das dein Leben lang so gemacht hast. Dann hinterfrag das mal, musst du das noch so machen? Kann das jemand anderes machen? Oder kannst du es einfach gar nicht mehr machen? Also irgendwie brauchst du neue Gedankengänge. Und dann eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten, die dir die Chance geben, das Leben so ein bisschen leichter zu nehmen. Mal wieder so ein bisschen mehr in die Harmonie zu kommen. In die Ruhe. Weil im Moment nämlich wirklich war, dass du super, super viel Verantwortung hast, aber auch glaubst, dass du die einzige Person bist, die für all das verantwortlich ist und das auch alles alleine machen muss. Aber das scheint ein Gedankenfehler zu sein. Und ich gucke nochmal in dem Buch, was zum Thema Migräne steht. Okay, dann haben wir Migräne steht für Kontrollsucht, übertriebene Ernsthaftigkeit, Perfektionismus, genauso wie ich es wahrnehme, also ganz extrem ist es ja, glaube ich. Sie setzen sich unter Druck und engagieren sich mehr, als es ihnen gut tut. Großer Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, sie ignorieren ihre eigenen Bedürfnisse und geben anderen den Vorrang. Sie neigen zu extremer Besorgnis, Schuldgefühlen und Ängsten. Es gibt Konflikte mit sich und den Mitmenschen. Da haben wir auch wieder die Verstrickungen. Selbstbestrafung. Sie fühlen sich von anderen belästigt und reagieren oft wütend, indem sie sagen, du machst mir Kopfschmerzen. Also sehr stimmig zu den anderen Sachen. Das ist das Buch Die verborgene Sprache des Körpers bezogen auf die Migräne. Und ja, das bestätigt all das, was ich die ganze Zeit wahrgenommen habe. Du hast selbst sehr, sehr hohe Ansprüche an dich, an das, was du tust und auch gegenüber anderen Menschen. Du denkst, du bist für so viel verantwortlich und da ist so ein Gedankenfehler. Und vielleicht hast du Angst, wenn du das nicht machst, dass es dann Scheitern ist. Aber vielleicht kannst du dir mal in deinen Gedanken vorstellen, was passiert, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie du das geplant hast oder wenn du irgendwo in einem Bereich mal so richtig versagst. Was ist dann das Schlimmste, was da passieren kann? Ich glaube, du musst dir so selbst ein bisschen die Angst nehmen, zu versagen, einen Fehler zu machen. Und dann wirst du merken, dass es vollkommen okay ist. Und dass es wahrscheinlich auch gar keiner bewerten wird oder so. Ich glaube, es ist so ein ganz, ganz starker Stress und Druck, den du dir einfach nur ganz alleine machst. Wahrscheinlich auch unbewusst, weil du so erzogen wurdest, weil vielleicht irgendjemand in deiner Familie dir das schon so vorgelebt hat oder ja, es ist irgendwie so ein Bedürfnis in der Hoffnung, dass du dann irgendwas zurückbekommst oder dass du dann die Anerkennung bekommst oder dann die Liebe bekommst, die du dir wünschst. Irgendwie solche Themen, aber du ziehst dir den Kürzeren, weil du dich einfach nur verausgabst, weil du andere Personen an erste Stelle stellst, weil du
dieses Gefühl hast, dass du anderen was schuldest, weil du das Gefühl hast, das, was du machst, ist nie gut genug und du musst es immer irgendwie nochmal besser machen. Aber ganz ehrlich, das ist ein absoluter, Gedankenfehler. Also hier ist auf jeden Fall wichtig, einen Weg zu finden, seine Arbeit irgendwie zu minimieren. Irgendwie, ja, man sagt ja auch gerne, arbeite nicht mehr, arbeite schlauer, guck, was du vielleicht irgendwie automatisieren kannst, was andere Menschen vielleicht übernehmen können, die das vielleicht auch noch gerne machen und die dich so entlasten. Also irgendwie wird es Möglichkeiten geben, in dem Moment, wo du dir mal die Ruhe gönnst, wo du dir deine Situation mal so richtig aus einer anderen Perspektive anguckst. Und dann wirst du merken, plötzlich bekommst du Eingebungen, wie das Leben auch leichter sein kann. Und vielleicht willst du dir auch die Affirmation sagen, also es darf leicht sein, mein Leben darf leicht sein. Und wenn du das aussprichst, wirst du schon merken, ob dir das leicht über die Lippen geht oder ob du da irgendwie so ein negatives Gefühl hast, weil dann ist das ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass du da einen negativen Glaubenssatz hast. Guter Zeitpunkt für Familienzuwachs, einen neuen Job, neue Liebe oder Umzug. Ja, neuer Job vielleicht, ein neuer Job, wo du nicht so überarbeitet bist, ein neuer Job, wo du vielleicht weniger Verantwortung hast, Aufgaben aufgeteilt werden. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich denke, das war kurz und knapp auf den Punkt. Hier ist wahrscheinlich alles zu gesagt. Ich hoffe, ich konnte dich damit irgendwie motivieren, was zu verändern und würde es dann jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich freue mich über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und mach's gut. Hallo, Gruppe Nummer 2. Schauen wir auch mal zuerst, was du hier für Themen hast. Da haben wir den Ring und den Traumfänger. Und der Ring steht halt immer für chronische Krankheiten und aber auch für den Kreislauf. Ja, und hier nehme ich so wahr, so ohnmächtig werden oder schwarz vor Augen werden, die Dinge nicht mehr richtig sehen können, weil du irgendwie in so einem Nebel gefangen bist. Was wahrscheinlich mit dem Kreislauf auch zu tun hat. So, ich ziehe jetzt erstmal noch weitere Lenormand-Karten. Was kannst du hier ändern? Weil am Ende zeigt unser Körper uns ja immer nur Symptome, weil er uns das sagen möchte, dass irgendetwas schief läuft. Okay, also hier haben wir den Leuchtturm, den Park, die Kreuze, den Baum, den Sarg und den Anker. Also ich nehme hier super viele Belastungen wahr. Du möchtest aber auch an etwas festhalten, was schon längst ausgedient hat. Du klammerst an etwas, was schon vorbei ist. Also irgendwas kannst du nicht loslassen. Und hier nehme ich auch sehr viel Heilung wahr. Vielleicht möchte dieser Zyklus jetzt abgeschlossen werden. Wichtig ist, dass du das, was du hier nicht loslassen kannst, dass du da irgendwie erkennst, welchen Nutzen du davon hast. Also warum ist es gut, dass das hier vorbei ist? Und den ersten Impuls, den du hast, der sagt dir vielleicht irgendwas. Und dass du positiver wieder rausgehst. Vielleicht versteckst du dich auch ein bisschen. Vielleicht bist du ein bisschen kontaktscheu. Ja, irgendwie was mit anderen Menschen, dein Umfeld, irgendwas ist da so ein bisschen blockiert und belastet dich. Oder du findest es vielleicht auch schwierig, dich da zu öffnen oder ja, ich nehme ja auch eine sehr gedrückte Stimmung wahr oder irgendwie so.
es hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Oder irgendwie, ja, das Gefühl von Aufgeben ist hier irgendwie sehr stark. Hier haben wir die Freiheit und Relaxen. Also. Das sagt mir auch, du, alles ist gut, du kannst dich entspannen. Und diese Freiheit ist auch da, wenn du das Alte loslässt. Also du klammerst dich irgendwie an das Alte, das dir nicht gut tut, das dich belastet. Und dadurch findest du auch nicht zur Ruhe. Und da haben wir das Thema Starre und Sturheit. In allen Situationen, in denen du auf der Stelle trittst und nicht weiterkommst. Ja, und das ist ja auch hier, der Sarg ist ja auch die Stagnation. Der Baum ist ja auch die Geduldskarte. Nicht vom Fleck kommen, hier der Anker. Also es ist für mich hier unten auch eine sehr, sehr starke Stagnationsenergie. Und deswegen sitzt du vielleicht hier, versuchst eine neue Perspektive einzunehmen, aber irgendwie erkennst du die auch nicht und irgendwie kannst du nicht mehr klar sehen. Aber du musst dich von irgendetwas befreien, kommt dir ganz stark durch. Dann haben wir noch Fantasie. Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, das sagt mir irgendwie, dass du vielleicht nur so ein bisschen out of the box denken sollst. Ja, das Lesen irgendwo vielleicht dich mal mit bestimmten Interessensgebieten beschäftigst, die vielleicht sonst gar nicht auf deinem Plan stehen, aber vielleicht bekommst du da bestimmte Impulse oder irgendetwas, ja, Starre und Sturheit. Ich glaube, du bist so sehr an bestimmte Sachen gewöhnt oder für dich muss das so und so laufen, ansonsten ist es nichts für dich. Dich mal so ein bisschen mehr zu öffnen, habe ich das Gefühl, könnte dir auch ganz gut tun. Und hier ist übrigens die Affirmation, ich nehme die Vielfalt meiner Möglichkeiten wahr und ich nutze sie. Und ja, es zeigt mir auch nochmal, dass du gerade nicht weißt, wohin das Leben dich eigentlich bringen möchte. Und deswegen stagnierst du. Du hast, ja, und da kommt wieder diese Energie, aufgegeben zu haben. Oh wow, okay. Hier die Bachblüte Nummer 16. Das Geistblatt sagt, ich lasse Altes hinter mir. Und das bestätigt es nochmal. Also sich an die Vergangenheit zu klammern, sich zu wünschen, dass irgendetwas wieder so wird wie früher oder etwas zu bedauern, ergibt keinen Sinn. Also es ist irgendetwas zu Ende gegangen, weil der Zeitpunkt, wahrscheinlich ist es auch hier so eine karmische, das steht quasi in deinem Lebensplan. Also das sollte hier zu Ende gehen, weil du neue Erfahrungen machen sollst, weil du neue Wege einschlagen sollst. Wege, die dich mehr in die Freiheit bringen. Und deswegen, ich wiederhole mich, aber das Thema aus der Vergangenheit hat absolut ausgedient und sich noch länger daran festzuhalten, blockiert dich total und du bleibst da in der Stagnation, wenn du damit irgendwie keinen Frieden findest. Und hier haben wir nochmal das Thema Heilung, Geranie. Und ja, der Baum steht ja auch dafür. Es ist an der Zeit, das Thema aus der Vergangenheit zu heilen. Und es ist immer leichter gesagt als getan. Deswegen ist es hier vielleicht auch hilfreich, sich Unterstützung zu suchen, damit du da ein Stück weiterkommst und endlich diese Stagnation verlassen kannst und hier in die Freiheit gehst und endlich wieder zur Ruhe kommst, endlich wieder entspannt bist. Und dann hören wahrscheinlich auch die Kreislaufprobleme auf. Und ich möchte jetzt aber nochmal lesen, was zu dem Thema in diesem Buch steht. Das ist das Buch Die verborgene Sprache des Körpers. Und zum Thema Schwindel steht hier, sie fühlen sich überlastet, instabil, aus dem Gleichgewicht geraten, als ob sie sich nicht zurechtfinden. Die Dinge entwickeln sich immer anders, als sie es erwartet haben oder es sich wünschen. Sie fühlen sich unsicher, zerstreut, belastet. Sie wünschen sich an einen anderen Ort und haben Mühe damit, die Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. Sie drehen sich im Kreis und wissen nicht, welche Richtung sie einschlagen oder welche Veränderungen sie anstreben sollen. Und genau deswegen bist du hier wahrscheinlich in der Stagnation, weil du es gerade einfach nicht siehst. Und weil du aber an einer so starren Denkweise festhältst, die irgendwie mit deiner Vergangenheit wahrscheinlich zu tun hat, kommst du nicht weiter, weil für dich es jetzt wichtig ist, erstmal das Thema zu heilen und dann neue Ansätze zu finden. Einen neuen Weg einzuschlagen und nicht an alten Sachen festzuhalten, die dich ja in der Vergangenheit schon nicht weitergebracht haben. Und das Ende hier ist ja
auch gekommen, damit du was Neues erfährst, damit deine Seele eine neue Erfahrung macht. Und es ist super wichtig, das Alte anzunehmen, die Lernerfahrung daraus zu verstehen und zu akzeptieren und dann einen Schlussstrich zu machen und nach vorne zu blicken und daraus zu wachsen. Und das ist der, das sagt der Leuchtturm ja auch, auf der Seite muss man erstmal durch, ja, aus seiner Komfortzone, durch die Dunkelheit und erst auf der anderen Seite ist man angekommen, hat eine neue Perspektive, weiß, wozu das andere auch gut war. Und genau das nehme ich hier auch irgendwie ganz stark wahr. Ich möchte noch eine abschließende Karte. Dankbarkeit hilft dir, mehr Fülle in dein Leben zu ziehen. Dankbarkeit und Blockaden, ja. Und anstatt irgendwie in dieser Schwere hängen zu bleiben, versuche das zu erkennen, was positiv ist. Und lenke deine Energie in die Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was sich gerade in deinem Leben zeigt. Sei dankbar für das, was die Menschen dir gerade geben. Die Erfahrungen, die du gerade mit Menschen machst. Die Situationen, in denen du gerade bist. Und die Erfahrungen, die du da machen kannst. Dass du irgendwie dich immer auf das Positive konzentrierst und dadurch kommst du automatisch in eine viel bessere Energie und dadurch durchbrichst du diese Stagnation und weil du dann automatisch deinen Horizont erweiterst, du erkennst neue Möglichkeiten und dann kommt auch wieder Bewegung rein und dann fühlst du dich auch wieder freier, du siehst die Möglichkeiten, die du hast, bist automatisch motivierter. Und wenn du was hast, wo du darauf hinarbeitest oder wenn du wieder neue Ziele hast, ist es auch automatisch einfacher, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, weil man dann wieder einen neuen Fokus hat und das Leben ja auch wieder genießen möchte. Und vielleicht fehlt dir da gerade so ein Funken, der das Ganze jetzt hier wieder quasi ja, ins Rollen bringt und diese Blockade hier irgendwie aufgelöst wird. Okay, ich lasse es mal so stehen. Jetzt denke ich auch alles gesagt, sehr stimmig. Ich hoffe, ich konnte hier eine neue Perspektive geben, dich so ein bisschen ermutigen, das Alte hinter dir zu lassen, damit du dich den neuen Möglichkeiten öffnen kannst und freue mich wie immer über deinen Kommentar, über deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und bis bald. Hallo Gruppe Nummer 3. Schauen wir auch hier, was sind so deine Hauptthemen? Und da haben wir den Fuchs und den Hund. Und das ist hier ganz deutlich, auch interessant, dass wir hier beides haben. Kann einmal für Hals-Nasen-Ohren-Probleme stehen, aber auch für eine falsche Diagnose. Falls du irgendeine Diagnose bekommen hast oder so, kann man da vielleicht auch nochmal sich eine zweite Meinung einholen. Der Hund sagt mir, dass du auf der psychosomatischen Seite Probleme damit hast, dich richtig auszudrücken, deinen Selbstausdruck, dich authentisch zu zeigen. Hast Blockaden, hast Probleme, dich selbst zu verwirklichen. Und dann schauen wir mal weiter, was sich dazu noch zeigen möchte, was du ändern kannst, woher das vielleicht auch stammt. Da haben wir die Mäuse, die Sonne, den Baum, den Berg, das Haus und die Dame. Und ich habe mir schon gedacht, dass es hier irgendwie was mit deiner Familie zu tun hat. Also ich nehme hier sehr viel Mangelenergie, limitierende Glaubenssätze, auch so ein bisschen Starre. Vielleicht hast du bestimmte negative Glaubenssätze von deiner Familie übernommen und auch sehr viel Negativität und deswegen hier Hals, Nasen, Ohr, also Ohren, irgendwas nicht mehr hören können. Immer wieder dieses Negative, immer dieses oder dir immer zu sagen, was du machen sollst, was richtig ist, was falsch ist, immer kritisiert zu werden, immer irgendwie belehrt zu werden, irgendwelche solche Sachen und du denkst dir, oh, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören. Und deswegen bist du auch verunsichert in deinem Selbstausdruck, weil du das Gefühl hast, dass das, was du machst, eh nie richtig ist oder deine Familie eh immer irgendwas an dir auszusetzen hat. Und so kann sich das ja natürlich bemerkbar machen und deswegen hast du vielleicht auch Probleme, dich auszudrücken. Vielleicht hast du auch öfters Halsschmerzen oder bist heiser oder bist irgendwie hast du ein blockiertes Kehlchakra, weil
man dir so ein bisschen dein Licht genommen hat. Also man hat dir vielleicht nicht erlaubt, so zu sein, wie du bist. Vielleicht hast du immer gehört, auch als Kind, halt dich mehr zurück, mach dies nicht, mach das nicht, mach das lieber so. Und das hat dann dazu geführt, dass du so verunsichert bist. Und bis heute hast du dann diese Blockade, dass dir es das schwer fällt, einfach das zu sagen, was du sagen möchtest, weil du das in deiner Familie wahrscheinlich nie durftest oder da irgendwelche Sachen mit aufgenommen hast, die dir einfach nicht gut tun. Ja, ich nehme auch irgendwie Großeltern und ja, sehr die weibliche Energie. Lieber zurückhalten, nicht so sehr nach draußen gehen, sich nicht so zu zeigen, immer brav zu sein, immer das zu machen, was Frauen zu machen haben. Und also so typische klischeehafte Rollenmodelle, die hier irgendwie komplett ausgedient haben. Aber das führt vielleicht noch dazu, weil du so erzogen wurdest, dass es hier irgendwie Probleme gibt. Ja, und das passt ja auch ganz gut. Die Hilflosigkeit in Situationen, in denen du dich klein machst, handlungsunfähig bist und nicht deiner Position entsprechend reagierst. Voilà. Und genau das ist das Ding. Und da kannst du sagen, ich finde jetzt den Zugang zu meiner wahren Größe. Weil wahrscheinlich hast du es nie gelernt. Und hast dich dein Leben lang immer kleiner gemacht, hast die kleine Maus gespielt, die kleine graue Maus, damit du nirgendwo aneckst, damit du schön bequem für alle bist. Und ja, das soll hier definitiv aufhören. Da haben wir noch die Karte Liebe und Freude. Und ich habe das Gefühl, dass es auf beides sich negativ auswirkt. Also vor allem auf dein Liebesleben genauso damit ganz einfach deine Freude zu leben. Weil wenn wir alle oder wenn wir selbst so viel von uns zurückhalten oder uns nicht erlauben, wir selbst zu sein, ist es eine Energie, die nicht authentisch ist, die man nicht greifen kann. Und das Leben spiegelt uns diese Energie ja immer wieder. Und deswegen findest du dich hier wahrscheinlich wieder. Hier sind zwei Karten rausgefallen, einmal die Weissagung und die Emotionen. Ja, und hier habe ich auch das Gefühl, passt auch zu dieser Energie ein bisschen, was ja die weibliche Energie ist, hier auch diese tiefe innere Weisheit dafür steht und das Fühlen. Vielleicht bist du auch sehr hellfühlig. Guck mal weiter. Ich kenne meine Richtung, ja. Das sagt ja auch wieder, meine ist hier hervorgehoben. Es ist wichtig, dass du jetzt deinen Weg gehst, dass du voll und ganz in deine Größe kommst, dich nicht mehr verbiegst und das machst, was sich für dich auch richtig anfühlt. Und du, innerlich weißt du das ja. Und die Emotionen, die sich dir zeigen, die sagen dir ja auch was. Und ich glaube, das kannst du alles ernst nehmen und das auch ausdrücken und dich nicht mehr kleiner machen, als du bist, dich in deinem vollen Licht zu zeigen. Und wir können es eh nie allen Menschen recht machen. Also es gibt, egal was du machst, es wird immer Menschen geben, die es einfach scheiße finden. Also von daher mach lieber direkt das, worauf du Bock hast, was sich für dich richtig anfühlt. Und ja, Hater wird es immer geben. Aber das, was andere Menschen über dich sagen, sagt immer mehr über diese Menschen aus als über dich. Von daher kann dir das auch ziemlich egal sein. Dann haben wir hier noch die Einsamkeit und die Geduld. Ich weiß, dass ich nie alleine bin und ich erkenne, dass alles einer göttlichen Ordnung gemäß geschieht. Ja. Das passt jetzt auch, ja, wie ich schon eben wahrgenommen habe, wahrscheinlich hängt das mit deinem Liebesleben zusammen, mit deiner Freude. Du hast wahrscheinlich auch keine Geduld mehr und tendierst vielleicht dann auch, deine Richtung so ein bisschen anzupassen, weil du die Dinge beschleunigen möchtest. Aber das ist eben der Trugschluss und der bringt dich dann eher wieder an den Startpunkt. Es geht hier eher darum, deiner inneren Weisheit zu vertrauen, das auszuleben, dich nicht zurückzuhalten, dich voll und ganz in deiner Kraft zu zeigen. Und ich glaube, dann werden diese Probleme hier auch sich auflösen. Und ich möchte dazu auch noch mal. Also Halsschmerzen, hier zeige ich es auch nochmal. Die verborgene Sprache des Körpers. Und zwar
Halsweh sagt, sie sagen nicht, was sie tatsächlich empfinden. Sie bremsen sich selbst, sind gestresst, frustriert, wütend, ängstlich. Innerer Konflikt, sie haben Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Okay, und das fasst hier eigentlich alles nochmal sehr gut zusammen. Vielleicht hattest du auch in deiner Familie nicht das Gefühl, dass du da akzeptiert bist und du musstest dich immer verbiegen, du musstest dies und das machen und du bist nicht so. Also, wenn du einfach du selbst warst, warst du vielleicht immer zu anstrengend, warst du zu dies, zu das, zu jenes. Und das hat irgendwie so dein inneres Selbstwertgefühl auch zerstört, dass du jetzt gar nicht mehr in der Lage bist, wirklich du selbst zu sein, weil du innerlich immer das Gefühl hast, irgendwie ist es dann wieder falsch, irgendjemand hat was zu meckern, ich muss mich da wieder anpassen und irgendwie ist das so ein Mechanismus, der immer dazu führt, dass du dich kleiner machst, als du solltest. Und das sollte hier definitiv aufhören. Und dann haben wir noch Ohrenschmerzen, je nachdem, Hals, Nasen, Ohren kann natürlich mehreres betreffen. Jeder geht da vielleicht mit was anderem in Resonanz. Falls du mit Ohrenschmerzen in Resonanz gehst, steht hier, sie fühlen sich verurteilt und verurteilen andere. Sie richten sich nicht nach ihren eigenen Erkenntnissen oder ihrer inneren Stimme. Sie wollen nicht hören, was man ihnen sagt und verschließen sich den Mitmenschen. Sie fürchten, dass andere sie kontrollieren wollen. Schuldzuweisungen, Frustration, Wut, Missverständnisse, Streit. Sie weigern sich, ihre Einstellung oder Perspektive zu verändern. Sie fühlen sich übersehen, unbemerkt, gekränkt und unsicher. Ja, und das finde ich auch, fasst ja auch nochmal alles ganz gut zusammen. Also eben, du hast diese Stärke, du hast diese innere Stimme, du weißt, was richtig und was falsch ist und hab keine Angst, das auch so auszusprechen. Das ist super wichtig für dich, dass du das lernst, weil nur dadurch kann der Knoten platzen und kannst du in die Energie kommen, die authentisch ist. Und nur dann wirst du auch die Menschen anziehen, die ja auch authentisch sind und die dir genau das auch widerspiegeln. Aber ich nehme dir ganz klar, so ein inneres Kind-Thema war, dass sie noch geheilt werden muss oder dass immer noch irgendwie dir ein bisschen dazwischen funkt, weil du das einfach so gelernt hast und dich da irgendwie immer mehr ja, Missverständnis, Schuldzuweisung, vielleicht hast du dich auch immer sehr kontrolliert gefühlt. Und das sind so Themen, die man auflösen sollte. Und ich bin ja immer ein Fan von Energiearbeit, falls dich das anspricht. Damit kann man sowas ganz gut auflösen und transformieren. Von daher kannst du dir ja vielleicht mal überlegen, ob das was für dich ist. Und auch wenn du es schon mal gemacht hast, es zeigen sich ja immer neue Themen. Und es gibt ja auch immer einen richtigen Zeitpunkt für ein Thema, das sich transformieren möchte. Manchmal brauchen wir bestimmte Blockaden noch für unseren Weg. Von daher vertraue da. Deine Solidarität macht dich zu einem beliebten Freund, Schutz und Zusammenhalt. Ja, das sagt mir auch nochmal, du bist ein richtiger guter Mensch, siehst es aber wahrscheinlich selbst gar nicht so richtig. Und dadurch ziehst du aber auch irgendwie so Menschen an, die das wahrscheinlich nur ausnutzen und dich irgendwie kontrollieren oder das Ganze so ein bisschen für ihre eigenen Zwecke so ein bisschen ausnutzen. Und es ist wichtig, dass du das erkennst, dass du hier deine Grenzen setzt. Und dir erlaubst, voll und ganz dein Licht zu scheinen, voll und ganz in deiner Größe zu leben und keine Angst mehr davor hast, bewertet zu werden oder vor den Meinungen anderer Menschen, die keine Angst mehr hast. Okay, das würde ich jetzt auch mal so stehen lassen, kurz und knapp. Ich denke, die Botschaft ist klar. Wenn du damit in Resonanz gegangen bist, hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Damit unterstützt du meine Arbeit hier auf YouTube. Und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.